So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute wieder eine neue Eierbrut-Folge, beziehungsweise gucken wir wieder, was aus den Eiern kam. Und wir haben auch wieder ein paar News für euch gleich zu Anfang, denn es ist erreicht, auch beim dritten Go-Fest sind alle Ziele erreicht. Das heißt, wir bekommen eine neue Belohnung vom 13. August bis zum 13. August 22 Uhr bis zum 20. August 22 Uhr dreifacher Sternstaub für das Fangen von Pokémon, dreifacher Sternstaub für das Brüten von Pokémon, 3000 Sternenstaub pro Raid. Wenn ihr da also ein Sternenstück reinmacht, kriegt ihr also 4500 pro Raid, den ihr macht. Sternenstücke dauern eine Stunde. Wenn ihr also vorhabt, mehrere Raids hintereinander zu machen, könnt ihr das gut kombinieren. Und der Raid-Tag mit Suicune ist auch schon angekündigt, nämlich am 17. August wieder von 16 bis 19 Uhr mit Suicune als Shiny bzw. Chance auf Shiny und 5 freien Raid-Pässen. Macht euch also schon mal bereit, zieht euch warm an oder zieht euch kalt an in dem Fall, weil draußen ist es immer noch warm. Suicune, Shiny, 5 freie Raid-Pässe, raidet, was das Zeug hält. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal, weil bei Entei und Raikou bin ich ja schon leer ausgegangen, musste mir die Shinies dann teuer traden. Aber bei Suicune bin ich zuversichtlich, da werde ich auch eins abbekommen. Jetzt gehen wir mal rüber und schauen, wieder mal startet die App neu. Ich weiß nicht, was das in letzter Zeit ist. Normal habe ich da mal 100 Fenster auf, starte dann rüber, wechsle da und dann passt das. Und jedes Mal jetzt, wenn ich wechsle, schließt sich das einfach und lädt von neuem. Wir haben aber wieder Geschenke geöffnet. Heute also Tag 5. Also eigentlich ist heute der vierte Tag, aber nee, heute ist es. Wenn ihr das seht, ist schon der sechste Tag und ihr seht dann da den fünften Tag. Das ist ja immer versetzt. Den Bildschirm muss ich jetzt mal kurz ausblenden, dass ihr nicht schon die ganzen Ergebnisse seht. Und wir fangen natürlich wieder an. 30 Geschenke haben wir geöffnet und 18 Eier haben wir diesmal bekommen. Also die erste Folge war das Beste mit 20 von 30. Dann hatten wir 18, dann hatten wir 18, dann hatten wir 19. Jetzt haben wir leider wieder 18. Also ihr seht, das ist immer hin und her. Ich würde mich immer noch freuen, wenn wir mal 30 von 30 schaffen. Aber angefangen haben wir auf jeden Fall mit einem Kusilla. Kann auch shiny sein, ist es jetzt nicht. Hat aber eine 3-Sterne-Bewertung, kommt aus Radebeul, Sachsen, Deutschland mit Angriff 15, Verteidigung 15 und KP 14, ist also ein 98er. Dann haben wir ein Isso aus Berlin, Deutschland, auch mit 3 Sternen und naja, das ist 11, 14, 14, leider kein Shiny, aber hab heute jemanden gesehen, der hat einen Shiny bekommen. Das seht ihr in der Raider-Mittwoch-Folge, da sind wir natürlich ganz gespannt drauf. Weiter geht es mit Fluffeluff, gefangen in Hildburghausen, 3 Sterne Bewertung, Verteidigung 15, leider kein Shiny. Aber ihr wisst ja eigentlich fast alles, was da jetzt rauskommen kann, Shiny sein. Dann ein Mobi, was ja eben neu eingeführt wurde, auch als Shiny. 3-Sterne-Bewertung, 12, 13, 13 aus Aschersleben, Sachsen-Anhalt. Wer daher kommt, schreibt es auch mal in die Kommentare. Dann ein Elekid, hinterher 2 Sterne, keine guten Werte, aber aus Annweiler am Trifels, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Alola Mauzi, mit einem Shiny Alola Mauzi laufe ich ja gerade, fehlt mir aber noch ein zweites, das ist ja auch eine 3-Sterne-Bewertung, kein Wert auf 15, aber aus Dortmund, Nordrhein-Westfalen. Dann haben wir noch ein Mantirps, immer noch sehr selten, aber jetzt bei dem Event wird das wahrscheinlich auch den Leuten hinterhergeschmissen, aus Leeuwarden, Friesland, Niederlande mit 3-Sterne-Bewertung und 15 Verteidigung. Dann haben wir ein Alola Vulpix, was gerade ganz hochnäsig geguckt hat. Auch 3 Sterne, KP 15 aus Schalchen, Oberösterreich, Österreich. Diesmal kein Wien, aber Schalchen. Wer kennt das nicht? Schälchen, Schalchen, alles dabei. Dann haben wir noch ein Knospi aus New York, New York, USA, aber nur 2 Sterne. Wer aus den USA kommt, schreibt es mal in die Kommentare. Und ein Alola Dicta mit 3 Sternebewertungen, 14, 13, 11 aus Hildburghausen. Als nächstes haben wir ein Pi aus Dallas Town, Pennsylvania, USA, 3 Sterne und 15 KP, auch 14 Angriff dazu, das sieht gut aus. Bonera hinterher mit 3 Sternen, da haben wir 13, 13, 11, auch aus Hildburghausen, ist natürlich noch nicht als Shiny da,
einige der wenigen Babys, die es nicht als Shiny gibt. Beim Faxo fällt mir da auch gleich noch ein. Und ja, da haben wir das Pichu. Denn heute aktuell gab es also das Pichu mit Sommerhut und Sonnenbrille. Aus Köthen, Anhalt, Sachsen-Anhalt, Deutschland. Aber nur 2 Sterne. Wurde ja erstmals, also jetzt als Shiny eingeführt, zumindest das große normale Pikachu mit Strohhut und Sonnenbrille gab es beim ersten Mal nicht als Shiny, aber jetzt im Event, diesen einen Tag, könnt ihr es als Shiny bekommen. Dann ein weiteres Mobile aus Sangsing Township, Taiwan. 3 Sterne, Verteidigung 15 und wir suchen immer noch das Shiny Mobile. Azuril gibt es ja auch als Shiny aus Zaragoza, Aragon, Spanien mit 3 Sternen und 15 Verteidigung sowie 15 KP. Noch ein weiteres Mobile, ihr seht, die sind wirklich häufig, aber immer noch kein Shiny dabei. 3 Sterne, KP 15, Yokohama, Kanagawa, Japan. Ein Magpie mit 15 KP, 3 Sternen und Herxheim bei Landau, Pfalz, Rheinland-Pfalz. Habe ich auch noch nie gehört. Und das letzte im Bunde noch hinterher, noch ein Pi mit 1000 Ausrufezeichen. 15 Angriff, 15 Verteidigung, 3 Sterne aus Hannover, Deutschland. Habt ihr schon ein Shiny Mobile bekommen oder habt ihr generell schon ein Shiny jetzt gebrütet? Wie viele Eier brütet ihr ungefähr so täglich aus den Geschenken? Macht ihr immer das Maximum oder nutzt ihr nur den Unendlichen? Da könnt ihr ja trotzdem die 2 Kilometer Eier schön wegbrüten und ein paar Eier nutzen. Ist auf jeden Fall ein cooles Event, freut mich auch mit den 30 Öffnen und den 1000 im Beutel haben, die 20. Und wir sind gespannt, wie es die nächsten Tage weitergeht. Wenn hier ein Geschenk von euch dabei war oder dabei sein könnte, schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Tag und gucken, wie es weitergeht. Das war's von meiner Seite aus. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.